Nach den Terroranschlägen in Paris haben viele Bürger ein mulmiges Gefühl, gerade auf Großveranstaltungen wie den Christkindlmärkten. Doch lassen sich die Münchner dadurch wirklich beeinflussen? Wir haben sie gefragt. Ich persönlich gar nicht. Ich nehme darauf keine Rücksicht, keinste Art und Weise. Nein. Keine Gedanken drüber gemacht, einfach Kopf ausgeschaltet und man ist glücklich hier zu sein. Es ist überall die Gefahr, aber wir gehen trotzdem. Weil wir sagen, es sind so viele wie die Mainzer, da sind wir in der Nähe, die jedes Jahr da stehen, in der dritten, vierten Generation, die auch sagen, wir lassen uns jetzt nicht zurückhalten. Die Angst ist da, aber wir hoffen, dass hier nichts passiert. Nur zu Hause sitzen verändert auch nicht viel. Denn die Angst ist bei jedem. Warum die Angst? Sehr schön, toll. Und ich heute 3 Stunden spazieren und Glühwein trinken und Nordsee, Fisch gegessen. Alles toll. Schmeckt toll. München ist eine tolle Stadt. Genau das wollen sie erreichen, die Terroristen, dass wir Angst haben. Und ich habe eigentlich keine Angst. Ja, dasselbe denke ich auch. Ich gehe einfach normal hin. Weil ich denke mir da jetzt nichts großartig. Ich meine, klar kann man Angst haben, viele haben auch Angst, aber ich denke jetzt nicht, dass da groß was passieren wird.